Anbeginn, als der Schöpfergott sein Werk vollenden wollte, kam die Reihe an die Erschaffung der Frau. Da merkte er, dass er bei der Erschaffung des Mannes bereits allen Erdenstoff verbraucht hatte und ihm kein bestimmendes Element mehr übrig blieb. Ausgedacht und inszeniert von den Produzentinnen Judith und Sarah und den Teilnehmerinnen des offenen Mädchentrainings des Kaktustheaters entwickelte sich das Stück Meet the Girls. Er nahm die Rundheit des Mondes und die Biegsamkeit der Schlingpflanzen. Es geht um alles, was mit dem eigenen Fleisch zu tun hat. Also mit dem eigenen Körper, dem Verhältnis zum eigenen Körper, aber auch, wann sich dem Körper vielleicht mal angenähert wird in einer Art und Weise, wenn man das selber nicht mag. Und wann man selber vielleicht auch mal nicht so fair mit anderen Körpern umgeht. Also Fleisch im Sinne von wirklich Leiblichkeit. Auch Themen wie die erste Periode werden besprochen. Das, worüber alle tuscheln, aber wirklich kennt sich niemand damit aus. Die Periode, Tage, Erdbeerwoche, die Regel, rote Tante, Zyklus, Blutung. Wie man das auch immer nennt, war. Wohin mit der Bloody Unterhose? Also was, glaube ich, für alle ziemlich im Mittelpunkt stand, war so dieses, was auch ganz am Anfang aufgegriffen wird, dieses Entdecken an sich, boah, was ist da plötzlich, warum ist das da und geht das wieder weg oder so? Und dann halt irgendwann die Erkenntnis, okay, nee, das bleibt dann da. Andere Themen sind unter anderem Schönheitswahn, Essstörung und Liebeskummer. Diese werden durch Schauspiel, Musik und Tanzeinlagen umgesetzt. Er hat mich schon lange zur Ader gelassen. Langsam war ich ausgeblutet. Laff und kraftlos war ich. Die Schlinge um meinen Hals, die sich immer enger zog, merke ich es. Er zog sie rum nach sich zu. Das Stück bietet viele verschiedene Interpretationsmöglichkeiten. Ich glaube, für mich ist das Wichtigste ein offener Umgang damit, also dass es eigentlich keine Tabuthemen gibt und sensibilisieren. Für Körper, Körpergefühl und auch den Umgang damit. Am Ende, als der Schöpfergott all dies vermischt hatte, betrachtete er sein Werk und merkte, dass noch etwas zur Vollendung fehlte. Also sorgte er dafür, dass das Laub von den Bäumen fällt, wenn es an der Zeit ist. Unser Körper müde wird, wenn wir zu viel tun. Verletzte Haut vernarbt.